moderne Landwirtschaft ist einfach wahnsinnig teuer. Das ist eine Riesenbarriere für Menschen, die in die Landwirtschaft reingehen wollen. Damit eine Bank das finanziert, brauche ich Eigenkapital. Und dann habe ich auf meinen Kontostand geguckt und habe gedacht, gut, dann wird das eben nichts mit der Selbstständigkeit. Es hat sich dann kurioserweise so ergeben, dass ich gefragt wurde, diesen Hof zu übernehmen. Und es gab renommierte agrarökonomische Berater, die gesagt haben, das ist ein ziemliches Himmelfahrtskommando unter den Klima- und Bodenbedingungen mit so wenig Sicherheiten. Ich habe da mehr die Potenziale gesehen. Wir haben ein Bestandsgebäude aus DDR-Zeiten umgenutzt und haben da ein Kartoffellager draus gebaut. Können da jetzt Kartoffeln dunkel und gleichmäßig temperiert lagern und dem Naturkosthandel direkt zur Verfügung stellen. Ich finde das ganz wichtig, dass man Landwirtschaft so betreibt, dass man mit den Ressourcen, mit dem Boden, mit dem Wasser, mit den Menschen, mit den Tieren so umgeht, dass das einfach auch viele Jahre so weitergehen kann.